Schaut gerne bei meinem Partner Instant Gaming vorbei für günstige Spiele-Keys. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Wir tunen den Clio gerade noch. Wir tunen den Clio gerade noch schnell. So ein bisschen schnell Leistung rein. Oh, jetzt platzen mir die Reifen, Leute! Wir bauen einfach alles ein, dann ist der Clio zumindest auf jeden Fall nicht so langsam für Big Lou. Und unser Geld ist uns ja Gott sei Dank bis zum gewissen Grad egal. Wir brauchen noch ein bisschen was, um die Polizei zu schmieren, aber sonst brauchen wir keine Kohle, das meine ich. Jetzt nochmal, Big Lou, ab Vamonos, rein da jetzt, jetzt aber. So, Rundkurs. Nächster Blacklist-Gegner. Ziel für diesen Stream ist, diesen auf jeden Fall noch zu besiegen. Ich möchte Big Lou heute noch besiegen. Ist momentan so ein Stream, schafft ungefähr einen Blacklist-Gegner, das ist kein guter Durchsatz, aber wir kommen damit klar. Ich habe jetzt zumindest momentan einen gut getüten Clio. Leistungstechnisch sollte es auf jeden Fall kein Problem sein. Aber dann gibt es ja noch euch, also dementsprechend schadet so viel Leistung. Gut, und damit ist mein Clio jetzt gerade schon wieder Geschichte und wir fahren Pizza-Auto. Aber wir hatten dadurch einen Headstart, nehme ich positiv an. Und Jesus fährt, praktisch. Kann hier trinken. Vor allem ist Jesus ein ganz schön guter Pizza-Lieferant. Meine Fresse, der schmeißt das Ding hier aufs Eck. Mein fett Respekt, Jesus. Helen und Sapne? Oh nein, 7 Runden. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Na, wir fahren mal. Oh, ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dass wir 7 Runden fahren müssen, ne? Also, ich sag mal so, wir versuchen zu fahren. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin bin. Ah, da, alles gut. Och. Nein, fahren. Schöne BBS aber drauf. Also, Fitman ist zwar scheiße, aber die Felgenwahl für ein Pizza-Auto ist okay. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Wir haben jetzt Zeit, den Wagen uns anzuschauen. Junge! Und alle Reifen sind Platz. Super, restart. Obwohl, die 7 Runden spalten. Nee, die 7 Runden tue ich mir nicht an. Also, nimm's mir nicht übel. Wir machen das anders. Wir machen das hier anders. Alter! Okay, wir hatten beide einen Headstart dadurch, auch nicht schlecht. Alter, wie der Clio aussieht, das sieht aus wie so ein scheiß Lieferfahrzeug, weil die Scheibe einfach blau ist. Oh shit, Alter! Yo, okay, ich wurde zur Gott sei Dank wurde ich nicht allein erwischt. Big Clio hat auch den Pipega Truck ins Face bekommen. Alter, uns hat es ja beide gerade so über die Map geschallert. Ja, das hat zumindest nicht so viel Zeit gekostet. Ich weiß, es sind immer noch 7 Runden, aber ich hoffe, dass wir das Spiel vielleicht ausgetrickst kriegen, dass es nicht so wichtig ist. Wir gucken mal. Jetzt gehen wir gleich nochmal ins Hauptmenü. Ja, klar. Ich schaff, ey, es ist wirklich der einzige Scheißbaum, der hier am Straßenrand steht. Es ist wirklich, tatsächlich, es ist der einzige Scheißbaum, der hier... Das ist Zielgenauigkeit. Ich und die Natur, wir sind eigentlich eins, Alter. Wir sind eins. David ist... Oh ja, bitte. Schwere Autos sind toll, weil die kriegen nämlich keine Kurve mehr. Das ist gleich super. Oh Gott. Bremse. Bremse. Lenken. Wieder Cross. Oh, wieder invertiert. Na. Gehen wir hin. Bin mal gespannt, ob wir jetzt wirklich 7 Runden fahren müssen, ob das Spiel mir Glück macht, dass ich es nicht muss. Mega Wow, Moment. Hat irgendwie gar nicht funktioniert. Ne, das Mega Wearband hat irgendwie nicht funktioniert. Lustigerweise. Ist einfach so vor mir an mir vorbeigefahren. Der Wearband hat einfach so funktioniert. Ha. Tja, und damit ist mein Gegner weg. Dankeschön. Jetzt habe ich offiziell keinen Gegner mehr. Das ist praktisch. Jetzt habe ich Big Lou gerade überholt. Big Lou wurde hier hinten nämlich von Thanos gesnappt. Easy. Das Rundkursrennen ist schön. Aber ihr wisst, ich bin nicht so der Rundkursrennen-Fan, also finde ich es vor allem sehr geil, dass ihr dann entscheidet, die Runden länger zu machen. Dankeschön dafür. Macht doch immer gleich besser. Ja, okay, das können wir uns schenken. Passiert ihm nichts mehr. Supi. Der Effekt ist einfach nur für uns alle nicht hilfreich. Der zieht für alle, also wirklich für alle das Spielerlebnis einfach nur die Länge. Das kann, ist keinem geholfen. Meinst du, wir werden den Effekt jetzt auch mal killen, weil der ist Quatsch. Oh. Guck mal, hier ist ja eigentlich, hier ist das eigentliche Ziellinie. Wunderbar. Alter. Oh, invertierte Lenkung. Das Problem ist, wenn du das nicht mitkriegst,
dann lenkst du halt volle Kanüle in die falsche Richtung. Das hat natürlich gar keinem geholfen, wie wir gerade gesehen haben. Deswegen habe ich die Karre halt voll in die Wand gesendet. Tja, und das war's mit meinem Clio. Und, ey, dieses dumme invertierte Handling macht mich bekloppt, Alter. Ah! Ja, genau. Oh, Truck Wayne, das kann ich jetzt gebrauchen. Vor allem, wenn er vorne wegfährt, habe ich ja die Arschkarte. Ich krieg die LKWs ab, und ehrlich. Okay, das müssen wir dann so machen, dass er die LKWs auch wesentlich mitbekommt. Wir starten das Rennen schön neu, dann kriegt er die LKWs nämlich wesentlich mit. So, bin ich nicht der Einzige, der die auf die Fresse kriegt. Sondern er auch. Muss ja auch irgendwas bringen. Das hat ihn schon am ersten LKW festgefahren. Haha, wow! Okay, ich hänge unten. Au, 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 au! Jo! Frontflip! Moin, Digga! Alter! Nein, jetzt hör doch auf! Nein! Da war ich schnell genug. Durchgeglitscht, durchgeglitscht. Easy. Nein! Dafür trifft er mich nochmal richtig. Ach. Gut, damit ist der ganze Vorsprung AD. Big Lou ist nämlich jetzt ein Konvoi-Fahrer. Vielen Dank. Danke, Big Lou, fürs Anschließen. Unsere Reisetruppe vollkommen gestört. Die Bremse, ne? Ich stehe drauf und es passiert nichts. Also, dass wir komplett blockieren. We've officially been pimped. Let's go. Ihr scheiß Weißer, wisst ihr das eigentlich? Oh, ich brauche mehr Leistung. Und ihr so, Exhibit, kannst du mal ein bisschen die Optik ändern? Exhibit hat letztendlich das ganze Bodykit entfernt, die Karre grün gemacht und irgendeinen Sticker draufgeballert. Also, so wenig Tuning von Exhibit haben wir bisher noch nicht einmal in diesem ganzen Let's Play gehabt. Alter, der hat die ganze Karre einfach zurückgebaut. Exhibit hat meine ganzen Teile geklaut. Und dem Anfang mein M3 GTR geklaut, er klaut jetzt auch noch Teile von meinem CLK. Der Mann hat echt ein Problem. Oh, 250.000, dankeschön. Warum ist der denn so ein... Jetzt habe ich einen serienmäßigen CLK. Toll, das mal... Ja, obwohl, ich bin ehrlich, ist besser als vorher. Also kein Scheiß, ist wirklich besser. Und ist wieder ein ja, er ist viel besser. Das Tuning war irgendwie kürzer. Ist immer noch Rennen 1 von 2 bei Earl, ne? Ich sag's nur. Oh, Mirror Port, danke. Da müssen wir uns wieder drauf vorbereiten. Nein! Oh, Icy Rolls, ja, danke schön. Okay, Big Blue dreht sich gerade im Hintergrund. Ich kann jetzt machen, was ich lustig bin. Das ist angenehm. Big Blue hat die Karre gerade komplett weggeschossen, ey. Ich komme nicht mehr von diesem Auto weg. Alter! Spiel! Ich kann nicht mehr fahren. Es geht bergunter. Und es ist glatt. Was soll ich machen? Ich hänge sie da eben fest die nächsten 25 Sekunden. Big Blue kommt da hinten an. Ah, jetzt schaffen wir es vielleicht. Big Blue kommt da hinten gerade angeschmiert. Bisschen wild, der Kollege. Oh Gott, nicht in mich reinkramen, Big Blue. Nicht, 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 nicht! Nicht! Oh. Alter, die. Oh nein! Au! Also ein bisschen Musik, wenn der Wagen schon keinen Ton macht. Okay, das erste Rennen können wir müssen schon mal nach Hause fahren. Erstmalig. Ich sag das erstmalig, weil ich schon mehrfach Déjà-vus in diesem Let's Play hatte. So, Rennen Nummer Uno, weiter geht's. Rennen Nummer 2, rein da. Okay. Nächsten 30 Sekunden ramme ich gar nichts, gut zu wissen. Aber ich tue es halt trotzdem. Ja. Ich liebe mich für meine Aussagen. Gleich ramme ich nichts. Außer dieses Taxi. Das nehme ich konsequent trotzdem mit. Weil da sehe ich mich einfach. Oh nein, nicht das wieder. Eine Sekunde Input Delay. Nein! Oh, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ja, Mega Rubber Band funktioniert komischerweise irgendwie mit Big Blue nicht. Jetzt wäre es ganz praktisch. Meine Fresse, noch eins! Oh ja. Gut, gut, gut. Das ist Big Blue da vorne, der fährt noch. Nein, komm, hinterher, hinterher! Komm, Earthquake, wir müssen ihn aufholen. Oh, überhole ich ihn während des Earthquakes? Komm, ja! Komm, nein, nicht die Richtung! Nach vorne zu Big Blue! Der Eclipse-Fahrer da drüben. Vamos. Ja, und vorbei. Ja. Führungswechsel. Spannend. Ui, kaum in Worte zu fassen, was hier gerade passiert. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Uiuiuiui. Ja. You've officially been pimped. Let's go. Xebit hat auch keinen Bock auf den CLK, oder? Digga, der Spoiler ohne Bodykit? Ernsthaft, das fühlst du? Nein! Alter, ey. Ehrlich jetzt, Leute. Nee, oh, das war ein Fake. Nein, das war Fake. Ja, meine Hemmschwelle für Neustart ist ein bisschen geschrumpft, leider. Und das ist doof für sowas, weil ich, ja, nicht warte.
Ja, einmal schön mit dem Wrestling Slam komplett über die Map gejallert werden. Da sehe ich mich. Danke. Oh, shit. Alles gut, hab's gelandet. Ich glaube, Big Blue nicht so gut. Alles super. Muss überlegen, dass das ein 3-Runden-Rennen, ne? Das ist jetzt geil. Oh, den Effekt hätte ich jetzt gerne mit Big Blue vor mir. Nein, nicht kippen. Die müsste man jetzt eigentlich fast überholen lassen, damit man den komplett aus dem Leben räumt. Ah, ich will es nicht drauf ankommen lassen. Ich nehme lieber den Fortschritt hin. Aber es wäre schon lustig, Big Blue so komplett aus dem Leben zu schallern mit X. Ich meine, Big Blue wirklich überholen zu wollen. Der wird sogar von mir weggestoßen. Der hat gar keine Möglichkeit, mich zu überholen. Selbst wenn er von hinten rankommt, wird er schon weggestoßen. Das ist nice. Und da ist der Effekt leider auch schon wieder vorbei. Schade. Oh ja, der gute Potato-PC. Oder wie ich es nenne, Vodafone-Leitung. Ja, Hüpfburg. Praktisch, wenn man in die Wand schallert. Oh. Toll. Ey, das gibt's nicht. Der erste Bounce bringt mich natürlich direkt aufs Dach. Ich könnte kotzen. Bitte in Slow-Mo. Ja, und das Spiel ist aus. Ja, moin. Alter. Oh nein, das Spiel ist aus. Oh nee. Jetzt müssen wir das erste Rennen wieder. Oh, Fokkeli. Ich habe gerade das Spiel schadet nicht mehr. Ey, jetzt muss ich das erste Rennen wieder fahren. So, Leute, lasst mich Rennen 1 einfach bitte abschließen. Das wäre für uns alle hilfreich, wenn wir dieses erste Rennen einfach schaffen könnten. Oh, gelandet. Glück gehabt. Puh. Das war kurz vor, das Ding bleibt liegen. Oh nein, es ist Track Race. Nein. Praktisch so suddenly diese Track Race und dann auch im Big Blue zu spawnen. Das ist natürlich angenehm. Danke für nix, Alter. Das Track Race hat mich jetzt so viel Zeit gekostet, ne? Ja, danke. Bitte lande, bitte lande, bitte lande. Big Blue hat es Gott sei Dank auch weggeslampt, das ist gut. Ja, damit kann ich leben, das sieht einfach nur bescheuert aus. Muss man einfach im Kopf ein bisschen mit klarkommen, dann passt das schon. Ja, das ist fein, alles gut. Den Effekt hatten wir auch schon lange nicht mehr. Aber mit dem bin ich fein. Ich kenne den Streckenverlauf, ja, das ist das Gute. Ich will einfach das erste Rennen nochmal wieder hinter uns haben. Das zweite Rennen dauert ja auch noch lange. Das sind ja auch mal 3 Runden. Das ist ja nicht so, als das zweite Rennen einfach so ein kurzer Spaziergang wäre, Alter. Das zweite Rennen von Big Blue ist ganz schön lange eigentlich. Gott sei Dank hat das nicht aktiviert in dem Moment, als ich Scheiße gebaut habe. Oh, da habe ich aber jetzt gerade nochmal Schwein gehabt, Alter. Yes, okay, Rennen Nummer 1 haben wir. Rennen Nummer 1 ist wieder Taco. So, rein da, Rennen Nummer 2, rein da. Thanos, lass die Finger aus meinem Rennen. Nein! Oh, Alter, wir haben so viel Geld in die Karre versenkt, Leute. Ihr wisst es, oder? Das ist ja permanently... vor allem Pink. Warum wird ihr denn danach Pink? Wer hat die Entscheidung denn getroffen? So, ja, alle Teile raus und noch Pink. Noch irgendwas? Soll ich auf dem Einhorn reiten, oder was wollt ihr mir da sagen? Alter, was soll denn das? Oh, der Clio fuhr sich so gut getuned, ne? Und es sah auch gar nicht mehr so schlecht aus in dem Blau. Jetzt ist er in Serie, geht kaum aus dem Quark und ist pink. Das ist kein Fake, oder? Schade. Nein, ist kein Fake. Cool. Oh. Das ist fein. Vor allem Big Blue wird einfach... Das Geile bei den Duellen, das Auto wird einfach tot gemacht, wie ihr seht. Jetzt haben wir Big Blue's Eclipse, das ist gut. Das ist schön fürs Rennen. Danke, Leute, das ist ein schöner Tausch, mit dem lebe ich gerne. So, jetzt wird es auf Dauer da gehen, dass ich... Oh, fuck you! Dass ich mir die Oculus-Brille meines kleinen Bruders abkaufe. Weil der wollte sich auf Dauer mal ein neues Modell holen. Oh, jetzt geht mir Gott auch noch auf den Sack. Ich möchte solche Sätze bitte alle aus dem Zusammenhang gerissen haben. Jesus ist ein Krimineller, Gott geht mir nur auf den Sack. Ich werde innerhalb von 2 Sekunden aus der Kirche geschmissen. Alter! Es ist sehr still mittlerweile. Also ich habe es mittlerweile so weit hingekriegt, dass Musik, Auto, alles tot ist. Also wir haben es mit dem Spiel mittlerweile so weit. Warte mal, jetzt fährt Big Blue dann wieder seinen Eclipse oder was fährt Big... Oh, Alter, was fährt Big Blue denn jetzt gerade eigentlich? Oder fahre ich jetzt nochmal mal... Stimmt, jetzt müsste Big Blue wieder seinen Eclipse haben, ne?
Ja, Drag Race. Es ist praktisch vor allem ohne Sound, weil dann sehe ich, höre ich so gut, wobei sind welchen Getriebe. Gott, ist es leise. Oh, ich heul bald. Ja, ich habe auch das Gefühl, wird heute nichts mehr, Alter, ey. Oh, ich hab Termine, Mensch. Alter, Leute, ihr wollt mich doch jetzt gerade einfach nur noch ärgern, oder, Junge? Das ist ja nicht mehr normal. Ah, so, jetzt habe ich eine Supra gekauft, fertig. Oh. 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 I'm fine, alles gut, ich beschwere mich nicht mehr. Ah! Oh, ihr seid doch solche dummen Pissneck. Also jetzt, sorry, ich will hier niemanden beleidigen, aber ihr schmort in der Hölle. Ihr schmort in der Hölle. Gut, dass ich mir eine Supra gekauft habe. Das Ding ist jetzt wieder ein CLK 500. Der nächste. Ey, ich kann mich bei meiner Garage vor diesem Fahrzeug nicht mehr retten. Und das spiel ich mit ab, ne? Hier ist das Pferd, super. Zeit für ein bisschen Holy Energy. Oh, Supra, nein! Ja gut, jetzt haben wir zum Beispiel Nitro. Ja, okay, bringt das überhaupt nichts, wenn ich... Ich wollte gerade sagen, wir haben Nitro. Wenn ich aber das Nitro gegen den Baum setze, können wir uns das Nitro einfach in den Arsch schieben. Naja, es ist mal Chevy Cobalt nur, aber Chevy Cobalt getuned ist Most Wanted jetzt nicht unbedingt komplett scheiße. Das ist schon fair. Das ist schon okay. Gut, der ist voll. Ja, der ist flott. Der ist gut getuned. Holy shit. Ja, da kannst du nicht meckern. Das ist okay, das Fahrzeug. Chevy Cobalt ist sehr fein. Oh, ich habe wieder nicht drauf geachtet, dass wir wieder invertiert haben. Scheiße. Oh, es kommt immer so abrupt. Oh, jetzt muss ich schalten, ne? Ach, shit, ey. Jetzt will die Schaltung... Grätsch mir jetzt immer wieder rein. Oh, ist einfach nur alles gut. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ja, praktisch. Vor allem... Was? Wie? Invisible World für eine Minute? Hab doch gesoffen, oder? Alter, eine Minute? How the fuck, wie soll ich denn eine Minute? Das ist das Rennen um. Bisher, ich meine, wir kommen irgendwie durch. Ist erstaunlich. Gut, damit habt ihr das Streamende bestimmt. Das ist doch auch sehr angenehm. Mein Gott, muss ja auch jemand mal übernehmen. Shadow, danke schön für die Donation. Auf das du an den CDKs ersticken sollst. Ich mag, dass die Donations beim Chaos-Mod immer so leicht aggressiven Unterton haben. Die, also normal seid ihr immer schon ein bisschen salty, aber wenn wir den Chaos-Mod spielen, sind die meisten Donations schon eher so sehr aggressiv gerichtet gegen mich. Oh oh. Es fallen LKWs vom Himmel. Wow! Alter, ich bin fucking Stuntfahrer. Meine Fresse war das knappi. Holy shit. Ne, der Mustang fährt sich serienmäßig ganz schön scheiße, aber Tune. Ich hab grad echt viel Glück mit den Trucks. Aber der lohnt sich, der Tune lohnt sich halt nicht. Wir kennen's. Ich bin aber heute auch gerade mal hier. Ist aber auch mal Skill hier am. Meine Fresse, ich weiche den LKWs aus wie kein anderer. Maschallah, ich krieg den nächsten Sieger gleich richtig in die Fresse rein. Ah, das Spiel geht aus. Alter, das hat ja nicht lange gedauert. So, Mustang. Für eine Minute und. Ja, was ein Rennstart, Alter. Es ist die Minute einfach unsichtbar mit einem Mustang, Digga. Oh, ich hab euch aber auch ganz doll lieb. Hier ist eine Kurve. Und es ging sogar erstaunlich gut. Ich hänge irgendwo. Oh, Stickshift Pro jetzt auch noch, Alter. Ich muss mich unten auf die Karte konzentrieren. Ich kann nicht noch gucken, wie ich schalten muss, Digga. Ja, jetzt bin ich irgendwie gefahren. Das ist jetzt affig, Leute. Ich sehe nichts. Ich muss auf die Karte gucken. Währenddessen muss ich rechts meinen Tacho im Blick halten, um zu gucken, welchen Gang wir jetzt gerade. Ich bin gerade gegen. Ja, ich bin gegen die scheiß Bäume gefahren. Oh, er hat mich zu. Boah, jetzt habt ihr mich. Ja. Alter, jetzt habt ihr mich noch. Ey, dieses Teleport to Random Car. Der hat mich einfach random zu irgendeinem Verkehrsteilnehmer teleportiert und noch weiter hinten war. Ich hing ja sowieso schon zurück in das Spiel, so wie wäre es, wenn wir noch weiter zurückhängen würden. You've officially been pimped. Let's go. Ich überleg grad, was hat Exhibit gemacht an dem Auto? Exhibit hat die Karre nur. Boah, Exhibit war noch nie so faul. Die Karre, er hat einfach nur den Wagen umlackiert. Sag mal, Exhibit, ein bisschen mehr Anspruch könnten wir schon haben. Das ist auch kein gepimpt, Alter, der hat die Karre einfach nur blau lackiert. Taxiere ich nicht als gepimpt, Digga. Oh nein. Oh, jetzt habe ich einen schlecht fahrenden Mustang. Scheiße.
Also in Klammern, ich habe einen schlecht fahrenden Mustang. Hey. Ja, cool. Moin, Digga. Wieder Nackenstelle vom Cross kassiert, liebe ich. Es ist immer ein schöner Rennstart, wenn Cross einmal wieder Nacken klatscht. Alter. Der Mustang fährt sich scheiße. Ich bin langsam, fahre Grütze und der Kollege überholt mich einfach eiskalt nicht. Ich weiß auch nicht, how the fuck das funktioniert, aber naja. Lassen wir es mal. Das ist gut, das nehme ich. Kann nämlich Big Blue mich auch nicht überholen. Dabei bleibt es letztendlich. Wir werden ihn nämlich immer schön abstoßen. Ja, Sia. Jo, der fährt zu seinen Peoples, Leute, Alter. Der Minivan hat aber gerade ganz andere Töne zu. Alter, warum fahr. Was ist denn mit diesem Handling los? Ey, du lenkst nach rechts ein, der Wagen lenkt nach links ein und fährt einfach gar keine Kurve. Oh. Oh, das ist geil. Jetzt habe ich kein scheiß Tuning mehr. Und habe ein schnelles Auto. Und kein Gegner mehr vor allem. So, Deodorant ist weg. Okay, jetzt habe ich wieder einen Mustang. Jetzt habe ich einen E-Mustang. Aber mit vollem Tuning. Das ist fein. Jetzt fährt die Karre sich zumindest wieder vernünftig. Das Bodykit sieht maximal schlimm aus, aber ist okay. Und die Farbe ist auch ein bisschen eher... Ja, die Tachonade ist auch ausgefallen, ja. Wir haben ein paar technische Defekte. Es ist ein Mustang, Leute. Damit lebt man. Plötzlich klingt der Mustang auch nicht mehr nach Mustang. Das sind Dinge, die passieren halt einfach. Was will man machen? Oh, ja. Wir schaffen es noch. Nein! Na gut, dafür habe ich Zeit. Alles gut. Ich hoffe, das ist jetzt fake und nicht ernst gemeint. Es ist natürlich... Habe ich es vielleicht irgendwie zum Ziel zu fahren? Ich meine, ich habe Vorsprung. Warte mal. Das probiere ich jetzt. Ist mir scheißegal. Das try ich jetzt, ob ich irgendwie zum Ziel komme. Ja, ich habe halt keine... Oh, hier haben wir wieder Minimap. Ja, wir sind hier richtig. Hier sind wir richtig. Guck mal an. Ich fahre mal Richtung seines Pfeils, weil da hinten ist ja der Zielpunkt. Okay. Nein! Oh, Drive oder... Ja, dumm. Ich hab den Effekt nicht gesehen. Scheiße! Oh, ich hatte nicht im Kopf, was der Effekt nochmal macht. Deswegen bin ich auf die Bremse gegangen. Ja, gut. Restart. Und er hat immer noch meinen Mustang. Ich habe den besseren Mustang, Big Lou. Fuck you. So, das Gute ist, Big Lou fährt jetzt einen Stock Mustang. Und wir wissen, wie scheiße der Kollege ist. Dementsprechend alles gut. Oh, gespiegelt. Boah, das fickt mit dem Kopf, Alter. Sag ich euch. Wenn du plötzlich sagst, ich fahr jetzt rechts. Und das Spiel dann so, how about wir fahren jetzt links. Das ist jetzt einmal die andere Richtung. Hey, round. Ja, na gut, ja, natürlich fahre ich irgendwo rein. Ah, Mann, Alter, diese Effekte. Bumsen. Ich finde, der Mustang steckt mit Klug einfach besser. Warum den cool getunten Eclipse? Geil, ich kann nicht mal durch die scheiß Stühle abkürzen. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ah. Ey, Digga, ich bin... Der Effekt war aus. Ey, komm. Also... Boah, gut, dass diese Autos halt wirklich keine großen Hitboxen haben. Ich werde jetzt genau zwischen dem Baum und der Wand stecken geblieben. Einfach. Ja, moin, danke. Erstmal wie die Karre rumschmeißen, liebe ich. Da sehe ich mich richtig. Danke für nix, Leute. Nein! Also alle Reifen platzieren. Neustart. Na wohl, wie geht's? Tschüss, Lou. Ich finde das so geil. Man hört Gas geben, weil, wie gesagt, ich habe ja das Nicht-Spielerfahrzeug. Das ist ja leiser vom Sound. Und er hat ja das Spielerfahrzeug, das hat natürlich die normale Lautstärke-Kulisse. Deswegen kann er da, hörst du ihn da rumgetösen und meiner nicht. Kleiner Anfang. Yo, einmal kurz Wrestling-Move. Fuck you, Alter, der haut mich voll aus der Welt. Junge. Landen. Yes, nein, nicht. Ja, wunderbar, weiter geht's. Alles gut. Oh, ja, invertierte Steuerung. Ich krieg das immer viel zu spät mit, Alter. In dem Moment krach ich. Ist jedes Mal, wenn dieser Effekt aufkommt, ich so, invertiert. Und in dem Moment lenkst du einfach Knaller in die Wand, weil du halt einfach im Kopf noch nicht so, ja, invertiert. Das heißt, ich muss gegendenken. Ja, toll. Nein! Oh, ihr kleinen Pissnecken, Alter. Kann man das Tuning resetten? Nein. Es funktioniert überhaupt nichts mehr. Das ist ja geil. Was stimmt, es ist ja invertiert. Ah ja. Und wir haben jetzt noch diesen Minivan. Oh, kann ich den Sound... Kann ich da nicht reingehen? Ich kann nicht ins Menü rein. Alter, warte, Kacke. Ich kann nicht mal restarten. Okay, alles gut. Oh, moin. Ich hab's resettet bekommen. Einfach wild auf das Tuning-Menü draufhämmern hat irgendwann
gefühlt das Spiel gemerkt hat, so, Digga, warte mal. Die Sache ist, ich möchte keinen Restart haben, weil der Restart das Problem hat, dass ich einen Serien-Mustang fahre und Big Loon voll getunten Mustang. Der Eclipse war schon fein genug, der war schon schneller als mein Mustang, aber jetzt Big Loon in einem voll getunten Mustang als Gegner zu haben, weiß ich nicht, Digga, ob ich das brauche. Kann ich gern drauf verzichten. Das könnt ihr, das wird hier noch lustig. Also wir überprobieren hier gerade Sachen aus, die der Mod, glaube ich, auch nicht so vorgesehen hat. Aber naja. Oh. Oder wir machen es so, ihr tunet diesen Wagen auch voll. Und wenn wir gleich einen Restart haben, fahren wir beide mit vollgetunten Mustangs gegeneinander. Ja. Ja. Da habe ich jetzt auch nicht drüber nachgedacht, dass das der Fall sein könnte. Also, die Farbe ist nebenbei wieder dieses kotzige Gelb. Ich habe keine Ahnung, warum das jedes Mal die Auswahl ist. Aber wenn wir jetzt einen Restart haben, haben wir das Rennen gegen Earl mit zwei vollgetunten Mustangs. Klassiker. So habe ich das auch im Hinterkopf gehabt. Mit Big Lou. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit Earl sage, Digga. Oh, 250.000. Vielen Dank, Leute. Mein Gott, das ist aber gerade nett. Oh, bitte nicht. Bitte, es ist ein Fake. Es ist Fake. Fake. Glück gehabt. Gut, zur Not, wir wussten ja, dass wir zurückfahren können. Mit Magno Obus kommen wir über die Brücke drüber. Yes. Glück gehabt, weiter geht's. Oh, erstes Rennen haben wir abgeschlossen. Oh, lecker. Aber jetzt an die Clips wieder, ne? Ja. Okay, jetzt ein Auto wieder bekommen, schade. Oh, Half-Input ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße. Ah, ich hab Nitro. Oh, ja, ich komme nicht aus dem Quark. Mit Half-Input gibt man natürlich auch nur halb so viel Gas. Ja. Und noch Delay, ja, besser ist es. Ich hab mir gedacht, ich fahr schon so langsam, da hätte ich am liebsten noch ein bisschen Delay mit rein. Das ist Quatsch, so. Oh, Bouncy Things. Oh, ich kann ihn jetzt voll weghämmern. Warte mal, das müsste doch gehen, oder? Ach, schade, klappt nicht. Er hat sich nicht wegbouncen lassen, aber wir hätten ihn sehr wegbouncen können, wenn wir wollten. Gut zu wissen, schau mal. Wenn er sich zu Neons kommt, ballern wir ihn einfach voll in die Wand und Big Luda auf einmal Erdumlaufbahn spielen. Ja, aber ich finde auch ein CK 500 ist viel besser. Tschüss, Mustang. Vor allem mit diesem Rear-Mounted Wing, Digga. Was ist denn das, Alter? Was ist denn das? Ey, was ist denn... Das ist ein fucking Taxi jetzt, Alter. Aber oh, der fährt sich auch noch richtig schön scheiße. Wie man sich das wünscht. Cruise Control dürfte jetzt ganz gut sein, ne? Wir haben 220 drauf. Oh, 220 nehme ich als Cruise... Oh, 218 nehme ich als Cruise Control ganz gerne hin. Das ist fein. Vor allem, wenn ich bremse, sind wir relativ schnell wieder auf dem Speed. Das ist ganz geil. Und Objekte bremsen uns nicht aus, weil der Wagen direkt wieder hoch... Hochbeschleunigt. Oh oh. Was habt ihr ausgewählt? Irgendwas war, was ihr ausgewählt habt, was das Spiel jetzt wieder nicht wollte. So, Big Blue, da sind wir wieder. Hattest du Déjà-vu? Bist vorher Mustang gefahren. Wie sieht's aus? Hab Input, aber ich bin voll am Gas. Das dürfen wir nur jetzt nicht ändern. Ich muss das Gasblei jetzt einfach ganz doll liebkosen. Lady, es kommt nicht immer das genau, was ihr euch wünscht. Das ist immer noch per Zufall. Ihr bestimmt aber zu wie viel Prozent. Dankeschön, das sind 17.000 weniger, vielen Dank. Hat er gerade Instant Gaming? Ich glaube. Nein, nicht restarten. Oh mein Gott, ich bin über das Menü überfordert. Ich glaube, er ist schon Instant Gaming. Ja, jetzt habe ich Half Input. Boah, das war dumm. LKW, bitte verpiss dich. Danke. Ja, natürlich, der Baumstamm, den juckst du nicht. Ja, war Instant Gaming sogar. Okay, gut. Genau, immer noch Glücksfall letztendlich, richtig. Du hier bestimmt, zu wie viel Prozent es dazu kommen kann. Pass auf. Tschüss, Big Lou. See ya. Das Crazy Taxi überholt dich, Bitch. Da würde ich sagen, scheiß Taxi, aber der muss dann beschissen haben. Warum funktioniert der? Okay, der Effekt funktioniert gerade mit Delay. Ah, Digga. Ihr wollt auch einfach, ihr lebt auch, ihr lebt CLK 500, ne? Ihr seid die CLK 500 Gemeinschaft Deutschland e.V. Und jetzt habe ich schon wieder einen. Wir gucken, ob wir diesmal den Wagen behalten und diesmal unser Mustang wirklich abgeben. Das Bodykit ist wild. Und er hat kein Nitro. Das Taxi hat Nitro. Boah, Junge. Ja. Cool. Ja, den Blackout habe ich jetzt richtig gebraucht. Vielen Dank für nix, Leute. Alles gut. Ah, invertierte Steuerung, gut. Das habe ich jetzt aber direkt mitgekriegt. Ich finde meinen CLK richtig geil, weil er sich so schwammig fährt. Dass sich das jetzt einfach nur noch schlimmer anfühlt. Geil. Oh, Input Delay. Alter, invertiert und Input Delay. Ja, das Rennen können wir gleich auch wieder restarten. Was soll ich da mal machen? Ja, können wir einfach nur 30 Sekunden abwarten. Ich krieg mit dem. Ja, ja, und jetzt nehmen wir uns eh nur noch. Alles super. Perfekt. So. Versuch Nummer 3. Natürlich steht da eine Kante raus, Alter. Ich raste aus. Bin da nicht einmal gegengeschallert vorher.
Aber jetzt muss da eine Kante sein. Oh nö. Fahr, CLK. Wir kriegen gleich einen Big Lou in den Nacken geballert. Das klingt absolut falsch und verkehrt, muss man ganz klar sagen. Oh, er kommt. Nein, da kommt Big Lou. Oh Gott. Moin, Leute. Ja. Haben's gleich. Ja, danke. Hi, Big Lou. Weiterfahren. Ja. Machen Sie mal weiter. Alles gut. Ich hab's im Griff. Wo ist Big Lou hin? Ah, da kommt er wieder. Ah, da ist er geflogen. Komm. Ja, nice. Geil. Und dann sind wir wieder im Hauptmenü. Ja, liebe ich. Rein da. Versuch nochmal dutzendfach. Ja, okay. Ich hätte nicht sagen sollen, dass ich den Effekt vermisse. Jetzt ballert ihr mir den Effekt nochmal um Ohren. Liebe ich. Träumchen. Oh, Alter. Oh, Drag Race. Ja, nice. Vor allem 60 Sekunden lang, Alter. Ihr kennt die Strecke, oder? Ihr wisst schon, dass ein Drag Race auf dieser Strecke jetzt nicht unbedingt das Geilste ist, was ich mir wünschen könnte. Yo, see ya! Oh. Ja, ich wollte es gerade sagen. Oh, Big Lou hing ja im ersten Gang fest durch den Drag-Modus. Och, fuck. Aber ich fahre jetzt ein Auto, alles fein. Oh, ich hasse 4 zu 3, ne? Das ist so ein Abfuck für den Kopf, Alter. Du kommst gar nicht mehr mit der Spielwelt klar. Aber wirklich so gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wer oben und unten ist. Der Streckenverlauf wirkt einfach komplett anders. Oh, wieder 250.000. Okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall langsam wieder Geld drüber. Was geil ist, für die nächsten Verfolgungsjagden haben wir ein bisschen Geld zum Verballern. Das ist ganz angenehm. Vielen Dank, Leute. Wow. Es war ja mit Ansage. Und ich bin pleite. Oh, fuck. Oh, hier ist eine unsichtbare Mauer, ne? Oh, bitte bring mich in... Oh. Wenn wir Glück haben, landen wir wieder inbound. Oder auch nicht. Oder wir landen im Void. Ja, geil. Also beim besten Willen, wir haben noch bei keinem... Heilige Mutter. Bei keinem Black des Gegners so lange gehangen wie bei Big Lou. Also wirklich mit Abstand nicht. Also Big Lou ist ja lächerlich, wie lange wir an diesem Gegner hängen. Das ist Wahnsinn. Und es ist alles schön langsam. Habe ich zumindest Zeit. Ihr auch. Ja. Ich will nicht zu meinem CLK-Bewohner. Ich finde es schön, dass ihr mir den Wagen ein bisschen genau... Okay, alles gut. Ihr wollt mir den Wagen nur noch meinen Gedanken rufen. Das finde ich nett. Vielen Dank. Ja, Digga. Alter. Ja, vor allem eine Minute jetzt rückwärts fahren. Ja, geil. Ja, klappt schon irgendwie. Jetzt hier rein, ne? Ja. Oh, sogar fast Ideallinie. Maschallah, Alter. Junge. Anders wild. Okay, die Kurve hier ist verkackt. Und wir haben keine Lenkung mehr. Das ist nur 7 Sekunden lang, das kriegen wir hin, weil wir jetzt hier eher an der Wand langhämmern können. Das ist ganz geil. So, keine Kollisionsmasse, da müssen wir ein bisschen dran aufpassen, keine Autos haben. Weil Big Lou bleibt halt dran, der CLK, die KI kann mit dem CLK halt gut umgehen. Ich kann den nicht fahren, weil er sich halt einfach fährt wie Grütze. Das ist der KI halt Gott sei Dank scheißegal. Oh, scheiße Keyboard-Player, Mann. Oh, jetzt bitte nicht noch das Rennen verkacken zum Ende. Komm. Oh, Half-Input auch noch. Ja. Der Half-Input und Keyboard versteht sich aber ganz gut, ehrlich gesagt. Guck mal hier. Ich darf jetzt halt nicht vom Gas gehen, das ist ganz wichtig. Aber die beiden verstehen sich ganz gut. Man könnte es kaum glauben, aber die beiden Effekte heben sich irgendwie ein bisschen auf. Oh, Half-Input ist jetzt ganz schlecht in dem Moment. Bitte. Okay, keine Bremsen, das ist mir Bums. Ich brauche keine Bremsen. Rennen Nummer 1 geschafft. Und damit haben wir wieder ein Big Lou gegen Big Lou. Damit haben wir wieder ein Blackness gegen Blackness Rennen. Nachdem wir letztens Vic gegen Vic hatten, haben wir jetzt Big Lou gegen Big Lou, liebe Leute. Das ist doch hier ganz schick. Half-Input ist natürlich jetzt ein bisschen von Arsch, weil wir überhaupt nicht mal schneller kommen, aber das sieht trotzdem ganz cool aus. Oh. Ja, Big Lou kommt auf. Boah, das Spiel mag heute aber auch einfach nicht, ne? Hab ich irgendwie auch was schneller ist als der Mustang? Oder besser fährt? Supra ist besser. Ich fahre die Supra. Ja, das ist jetzt geil. Ein bisschen Hüftburg darf sein. Jo, moin. Gute Big Lou hüpft auch hinten rum, würde ich behaupten. Wenn ich die Minimap sehe, könnte ich es euch sagen. Oh. Die Supra ist ja nicht mehr als Supra zu erkennen. Das ist ja wie bei GTA San Andreas hier, Digga. Aber der sieht wirklich so ein bisschen aus wie dieser... In GTA San Andreas gibt es ja so einen Supra-Verschnitt. Das Ding sieht 1 zu... Also nicht 1 zu 1, aber GTA San Andreas hat mehr Pixel, aber das Rückleuchten und Scheinwerferdesign ist 1 zu 1 die Supra-Verarsche von GTA San Andreas. Moin! Ja, hallo, bleibt doch mal... Ey, bitte...
teleportiere mich doch bitte in eine andere Galaxis, Alter. Was war das denn für ein Schub nach hinten? Ja, wunderbar. Das Sloan in der Kurve kann ich gebrauchen. Der ist gut. Ja, das ist gut, was ich nur gesagt habe. Ja, fuck it. Bitte nicht auf dem Dach landen. Oh, yo. Alter, was ist denn jetzt gerade los? So wurde ich hart ja noch nie durcheinander geworfen hier. Ich muss hier hoch, ne? Alter, ich sehe halt nicht mehr, wo ich bin. Da muss ich lang. M3, warum fährst du nicht so scheiße? Da ist Earl. Und der M3 ist aber flott, Digga. Ja, da langen Holzstämme. Wow. Ja, okay, da, doch, hat er vergessen. Es hat eingesetzt. Mein, hallo? Alter, was ist denn mit dem Truck los? Was ist, ey, was haben die denn alle gegen die Supra? Die Spinnet Bobbit haut die Supra voll... Kann ich mehr fahren. Hallo. Haut die Supra vollkommen auf den Boden. Und der Pepega Truck, Alter, was war... Ich wurde hier noch nie so hart von dem Hops genommen. Ja, geil. Yep. Er ist hinten rechts der Reifen. Und der Motor ist jetzt auch platt. Cool. Und was war so dein 2-Stunden-Stream? Im letzten 2-Stunden-Stream habe ich nur besiegt. Also du meinst die ganzen Aufgaben gemacht und so. Ja, ja, also nein, also nur Big Blue eigentlich. Die ganzen Aufgaben haben wir davor in 2-Stunden-Stream gemacht. Moin. Wow. Gute Big Blue hat trotzdem Straßensperren. Jo, moin. Alter, schon wieder Truck Wayne, als ob der Effekt jetzt schon wieder kommt. Nö. Ah, ich glaube, ich habe... Oh ne, da ist gerade ein rechter LKW geploppt. Alles gut, die kommen. Okay, Zero Collision Mass. Okay, okay, okay. So, erste Runde haben wir mal wieder geschafft. Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft das der Fall war und mir die Hoffnung geben sollte. Es gibt mir keine Hoffnung. Fuck you. Kackschwere Schilder hier. Stickschiff Pro. Ja, geil. Bitte bleib beim Gang. Das nehme ich hin. Danke. Auch wenn das Ding brutal hässlich getuned ist. Also wir reden positiv drüber, dass ihr das Ding voll aufgebaut habt. Nehme ich euch hin. Alles cool. Aber was zum Geier ist das bitte für ein Ding, Alter? Das sieht jetzt auch nach einem Pokémon aus. Wie heißt der nochmal? Wicked? Nein, wie heißt das Scheißding denn? Das war die englische Version, ne? Wie hieß das Ding mit der großen Zunge? Oder bei Dragon Ball gibt es, glaube ich, auch so einen Charakter, der so ähnlich aussieht. Schnell ist das Ding, aber sieht halt brutal hässlich aus. Brutal ist das hässlich. Super? Ach, toll. Dude, ist das Supra? Schlurp, genau, Schlurp ist das Deutsch. Genau, deutsche Übersetzung, genau. Oder Kirby, Kirby könnte es auch sein, ja. Cool, Leute, dass ihr mir jetzt eine Supra gegeben habt. Mein Gott, ich freue mich darüber, dass ihr mir eine Supra für meine Supra gegeben habt. Ah, nein, 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 nein. Ich habe das vorher gut ignoriert bekommen, den Klang. Aber das war's wert, wir gewinnen dafür das erste Rennen jetzt endlich. Puh. Oh, schön reinsendern hier. Und ab geht's. Planst du etwas mit dem F1-Manager? Kann ich dir noch nicht sagen. Oh, jo, ich hab gerade. Alter, wir haben gerade. Wir klug gerade so aus dem Leben gescheuert dank dem X-Effekt. F1-Manager sieht ganz geil aus. Müssen wir gucken, ob ich da was zu mache. Wenn, machen wir streamtechnisch. Ich glaube, wenn wir den F1-Manager zocken sollten, dann im Stream. Jetzt lass den armen Jungen bitte das zweite Rennen gewinnen. Ach du, wir haben noch guter Progress. Nach einer Stunde Blacklist-Gegner zu besiegen, der eigentlich keine große Herausforderung im Grundgame ist. Gehe ich mich voll, danke Gott. Gut, es geht jetzt gleich vorwärts. Ich muss einfach nur mich drauf einlassen. So, 3, 2, 1, jetzt geht's vorwärts. Okay, scheiß auf Gott. Schön, jetzt sehe ich das vor und zurück. Gottsplan und blind, Alter. Ich hab doch keiner mehr, wo ich bin, Alter. Was ist denn jetzt hier? Ey, was ist... Das Spiel hat auch keinen Bock auf Supras, oder? Ey, erst der Truck, jetzt Gott, Alter. Die hauen mich alle nur auf die Fresse. Die spinnet auch nochmal. Ey, ich habe jetzt gerade einmal bisher Vollgas nach vorne bekommen. Warum zieht's mich denn nur nach hinten jetzt gerade? Sagt mir doch einfach, wenn ihr die Supra scheiße findet. Das kann man auch ein bisschen direkter sagen, statt so hinten rum hinterfotzig. So, Tank Collision, fuck you jetzt. Push dich. Genau, ich nehme dich jetzt einfach mit, Big Lou. So. Oh ja. Cool, ich habe meine Supra wieder. Jetzt ist sie nur Stock. Cool. Na, jetzt ist es so ein bisschen mehr pink. Ich meine, optisch haben wir damit viel gerettet. Und sie ist wieder auf dem Tuning stand, wie ich sie vorher hatte. Also alles fein. Und Magnum Opus war schon ganz cool. Naja. Ist so ein langes Rennen. Ist ja lächerlich, wie lang. Irgendwer wurde gesnappt. Ich glaube, ihr habt den Gegenverkehr weggesnappt. Stimmt, die Musik ist dafür jetzt weg. Wir haben jetzt Autos, aber keine Musik. Suchst du halt aus. Gibt nicht beides. Aber ihr habt. Thanos hat was weggesnappt, aber weder mich noch Big Lou. Dann halt irgendwelchen Gegenverkehrfahrzeuge, die irrelevant waren. Fuck you. Nein, wir fahren die richtige Richtung. Ich bin mir sehr sicher. I know the way. Dankeschön.
So, wir nähern uns gleich mal Runde 1. Soweit wären wir bisher noch nicht gekommen. Also wir haben einen weiteren Meilenstein des Progresses erreicht, diesen Stream. Big Blue, den ich immer netterweise Earl nenne, warum auch immer. Obwohl, es spricht darauf, weil das Rennen so schwer ist. Alter! Kein Pissneck, wo ist Big Blue? Ich hämmer ihn jetzt einfach in die Karre rein. Moin, fuck you. Einfach aus Prinzip. So, weiter geht's. Oh, scheiße. Bitte, Spiel. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, ja. Ja, wunderbar. Mm, gut, geil. Oh, ja. Gott sei Dank, unsichtbare Wand am Parkplatz gehittet. Ah, ha, ha. So. Oh, Jesus fährt. Okay. Jesus macht das schon. Kann ich jetzt mal trinken? Jetzt ein bisschen warm. Jesus, du machst das schon, ne? Wunderschön machst du das. Ich möchte gerade sagen, Jesus hat gerade Earl überholt. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert, aber hier passieren Dinge. Wilde Dinge. Oh, wieder Geld. Obwohl, wir hatten ja noch Geld. Ihr habt mir ja Geld abgezogen letztes Mal. Aber danach ist das Spiel ja gecrashed. Dementsprechend, jetzt habe ich wieder mehr Geld. Das ist gut. Ich bete bei Gott, dass es nur Fake ist. Ist es nicht, ne? Ja. Das können wir restarten. Das kann ich von hier nicht mehr holen. Oh, nö, Alter. Wir waren echt mal weit gekommen in dem Rennen. Ich sag, wie das ist, ne? Nur, das ist Bescheid. Das ist mega. Aber wenn funktioniert, lustigerweise gerade irgendwie nicht mehr, ne? Aber es ist ja auch Earl, gegen den wir fahren. Das habe ich jetzt absichtlich gesagt. Ich weiß, er ist Big Blue. Vor 2 Stunden Stream. Wir sind jetzt knapp über eine Stunde und wir sind noch nicht mit Earl durch. Ich hab Big Blue. Mit Earl sind wir noch lange nicht durch. Richtig, Lukas. Mit Big Blue durch. Und ich dachte, das wäre so eine Kleinigkeit, aber nein. Geil, Karre auf Serie zurückgebaut, war sie eh schon. Jetzt haben wir so einen Perlescent-Lack drauf. Junge, das Ding, was ist denn das? Ding sieht straight out of Chernobyl aus. Warum ist Big Blue gerade einfach straight up rechts abgebogen? Gab's irgendeinen Grund für seinen Move? Ich frag nur. Naja. Wo wir gerade bei Chernobyl sind. Ich finde gut, dass ihr meine Wörter aufnimmt und das ins Spiel einbaut. Jetzt passt die Fahrzeugfarbe wenigstens zum Rest. Ich sehe auch schon kommen, das Ende dieses Let's Plays wird hier am Big Blue sein. Wenn ich in 2 Stunden mit Big Blue immer noch nicht durch bin, dann weiß ich aber auch nicht, was ich damit mache, Alter. Da muss ich mal gucken, wie ich das zügig verarbeite. Dann haben wir 2 Stunden nichts getan, offiziell. Da hat kein bisschen Progress in meinem Leben. Und Jesus fährt wieder. Jesus darf wieder das Lenkrad übernehmen. Jesus, du machst schon. Machst du schon, ne? 36.000 türkische Lira sind aber richtig am Exploden gewesen, Digga. Junge, jetzt habe ich aber. Mein Gott, wir haben jetzt fast eine Mille. Also, das klingt jetzt erstmal viel. Es muss nur ein einziger Chatbefehl kommen und das ist wieder auf Null runter, ich weiß. Aber die Polizei kann mich jetzt erstmal kreuzweise. Haha. Polizei, wir können die schnellen Autos halt noch nicht kaufen, weil sie nicht freigeschaltet worden sind. Würde ich mir direkt reagieren, Theo so einfach in die Garage stellen. Sicher sehe ich, ja. Bitte, es ist fake. Bitte, bei Gott. Oh, fake! Ich habe jetzt gedacht, ich könnte das nicht zweimal im selben Rennen abziehen, Alter. Irgendwann ist auch gut. Das ist so ein Effekt, mit dem ich gut klarkomme. Der macht nicht viel. Der stöhnt und jammert ein bisschen rum, aber das war es dann auch wieder. Das macht zum Spielerlebnis macht keinen Unterschied. Da ich super Stock ist, kann ich fast jede Kurve Vollgas fahren. Yo! Euer Glück, dass der Wagen sich gerade spontan noch entschieden hat, nach diesem Blackout auf die Seite zu kippen. Ich hatte gerade kurz den Moment, so das war's wieder. Also das war nicht weit von entfernt, wir bleiben auf dem Dach liegen. Das war kurz davor, Alter. Oh, squeezy. The faster you go, the more the world collapses on you. Das ist fein. Ist einfach dadurch alles schmaler. Da wir halt noch nicht wirklich schnell fahren und die Super nicht unbedingt von Geschwindigkeit geprüft ist. Naja. Der Effekt hat nicht funktioniert, dass wieder nichts passiert. Ich bin aber lieber, dass der Effekt nicht funktioniert, als dass der Effekt das Spiel zum Abschluss bringt. Die Alternative nehme ich lieber immer. Oh Gott. Es ist soweit. Wir biegen in die letzte Runde ein. Ne, resetten geht nicht. Genau, Chris. Resetten geht nicht und pausieren geht nicht. Also pausieren geht schon, aber also ich kann das Menü, aber es passiert nicht. Cross, mach keine Faxen jetzt, Digga. Bitte hau mich nicht komplett aus dem Leben. Oh. Uff, Alter. Und es schmiert ab. Oh, fuck off. Ich wusste auch nicht, warum der Effekt getriggert worden ist, weil wir hatten ja Cross in dem Moment bekommen. Eigentlich hätte der gar nicht triggern dürfen so schnell. Ich weiß nicht, warum der andere Effekt schon kam. Strange. Oh. Ey, was ist denn heute mit dieser Wagenfarbe? Also, wenn wir Autos kriegen, kriegen wir irgendwie komisch in Pissgelb, also in Kotzgelb, oder in diesem Pearlescent-Lack, der auch irgendwie sehr wild aussieht. Aber es ist ein getunes Fahrzeug. Und ich würde dem Motto immer noch gerne bei nahe liegen, dass man die Autos aus der Slot-Machine behält. Also, dass nicht nur der CLK 500 permanent ist, sondern dass die Dinge auch permanent wären. Weil das wäre manchmal cool.
Naja. Ach, Cross kam zu spät deswegen. Ja, hat zu spät ausgelöst, ne? Das könnte sein. Cross kam verzögert. Ah, okay. Das war das Problem. Cross hatte, ja, der hatte vielleicht noch was zu tun. Da kam so ein M3-Fahrer in die Stadt, den musste noch kurz den Nacken zerkratzen. Und dann wurde er wegen uns gerufen. Da war der aber auch ganz schnell da, sag ich euch. Ah, da war das Spiel, glaube ich, dann ein bisschen überfordert, weil mein Auto gerade in die Wand geklatscht worden ist, sich mehrfach überschlagen hat und im nächsten Moment noch ein CK gespawnt werden sollte. Das war dann ein bisschen zu viel des Guten. Alter, ziehen wir den ab. Junge, was ist denn mit dem Kobold los, Alter? 1,2 Kilometer Vorsprung. Das ist eine ganz schön geile Karre, ey. Maschallah. Ich würde ihn gern behalten. Ich hätte ihn gern behalten, ehrlich. Naja. Barrel Rolls hier, danke, weiter geht's. Ja, das Kehrungsmod für Undercover müssen wir uns auf jeden Fall auch mal anschauen. Aber das machen wir irgendwann später, weil Undercover haben wir erst vor kurzem gespielt. Ja. Okay, fast 300.000 bekommen. Weil er in NFTs investiert hat. Na, dann möchte ich aber mal doubten, dass das so viel Geld gebracht hätte, aber alles gut, alles fein. Das Angenehme ist, ich habe eh schon helles Licht, was mir ins Gesicht ballert. Da ist die Flashbang gerade auch nur noch aus kleinerem Übel. Oh, joi, das kam abrupt. Ich war in dem Moment ganz normal Nitro am Geben. Das sollte ich vielleicht mit Vorankündigung bekommen. Ja, jetzt kann ich aber ein bisschen auf den Geraden durchspeeden. Heißt, wir können voll in die Wand knallen und die Kurve nicht bekommen. Das ist... Ich sollte das fast... Ich nutze es an den falschen Stellen, Alter. Wenn die Karre einlegt, mich dann in Nitro nutze. Nein. Jo. Oh, LKW, nein. Vollgas, weg da. Ja, das fast ein tiefes Nitro. Das kommt leider auch nicht gegen eine 30er-Zone an, liebe Leute. 30er-Zonen haben Vorrang. Überlegt euch vielleicht, ob wir vielleicht Progress machen wollen. Mann, 2-Stunden-Stream kommt. Ey, wenn wir wirklich in diesen 2 Stunden, bei Gott willen, wirklich nur Big Blue besiegen, dann weiß ich aber auch nicht mehr, Alter. Bitte schmeiß mich nicht aus der Spielwelt raus. Bitte, Alter. Ich sehe kommen, wir landen hier auf dem Dach. Ich sehe es kommen, dass wir auf dem Dach landen. Oh, Jellycard. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Alter, der Wagen sieht komplett lost aus. Was ist denn das hier, Digga? Haben wir uns auch mal... Kannst du dich jetzt mal vielleicht wieder entscheiden, auf den Rädern zu landen? Hallo? Lande doch! Big Lou, rette mich! Ich bin in einer Todesspirale. Hallo? Ich glaube, unser Kobold ist verhext. Hallo, jetzt bräuchte ich den Wagen. Der Wagen dreht sich einfach konsequent weiter. Es ist ihm egal, was um die Welt. Ich warte jetzt mal, ob wenn Jellycars weg ist, ob es dann vielleicht passiert. Ja, Jesus, dass du die Karre den Begrenzer ballerst, hilft uns viel weiter. Komm, Jesus, fahr mal den Rennstart. Alter, was war das denn jetzt? Unendliche Energie, alle mit ihren Katzen und Toastbrots. Chevrolet Kobold it is, Leute. Oh ja, nice. Das ist vorhin Gottbeleicht. Ja, das passiert im Rahmen dieses Mods ein bisschen öfters. Hallo, hallo, hallo. Ist mir sehr viel aufgefallen. Muss nicht machen, wenn der... Ah, Cross im Nacken. Oh. Ich hab keine Ahnung, was im Hintergrund passiert. Ich sehe meinen Wagen nur wieder Flickflack machen. Okay, alles gut. Kurze Nackenklatsche, weiter geht's. Ich hab keine Ahnung, ob ich erster, zweiter bin. Ne, ich bin zweiter, da vorne bin fett. Big Lou, ich wollte gerade sagen Big Earl. Jetzt sind wir auch schon so weit, dass ich einfach den Namen komplett mische. Ja, moin. Ah, es ist einfach eine Wonne, dieses Lied. Es macht immer wieder Spaß. Ja, schön, danke. So, Runde 2 von Rennen Nummer 1. Nach 1 Stunde 16 Stream. Ich erwähne das einfach nur so, damit ihr euch Gedanken macht, ob das okay ist, was ihr hier abzieht. Ja, einfach nur, einfach so ein bisschen auf der, in eure Gefühle reindrücken. Ein bisschen die Seele massieren. Ne? Schlechtes Gewissen machen, ihr wisst. Alle immer so, oh Lukas, bitte, bitte spiel das durch. Spiel durch mit dem Chaos-Mod. Bitte, bitte. Ja. Und wir sind bei Blacklist Nummer 11 und ich bin bei Streamstunde Nummer... Fickt euch ins Knie, bin ich nämlich. Bei der Spielstunde fickt euch ins Knie. Mit was für einem Effekt starten wir ins Rennen? Ich habe ihn nicht gesehen. Mit dem besten Effekt. Es hätte nichts Besseres treffen können, als dass der Clio gegen den CLK ersetzt wird. Oh, der fährt sich aber ganz fein. Okay, da geht's sogar. Der ist mal nicht komplett vertuned. Er ist optisch komplett vertuned, da brauchen wir nicht überreden. Optisch ist das eine absolute Missetat, was dieses Fahrzeug angetan worden ist. Aber. Nee, er kann Kurven fahren. Das ist fein. Er kriegt eine Kurve. Das ist. Ja, ein schon schlimmeres hier, Gaffen 100. Eindeutig.
Ich hätte das mit der Brücke nicht sagen sollen, ne? Ist nicht fair. Oh, so Glück gehabt. Bluetooth Controller. Geht aber noch fit. Kann man noch irgendwie mit umgehen. Aber ich muss sagen, die Zeit fliegt doch einfach. Die Zeit heute fliegt doch einfach, Leute. Ich habe jetzt ein Gefühl. Die Stunde ging so schnell rum. Wir beschäftigen uns länger mit Most Wanted. Ich finde, es ist so wichtig, Most Wanted einfach mal die Bühne zu geben, wie das Spiel damals anscheinend nie bekommen hat, laut euch. Also Most Wanted hat anscheinend viel zu wenig Aufmerksamkeit früher bekommen und deswegen spielen wir es einfach viel mehr. Ist auch wichtig. Ist einfach so ein Juwel, was untergegangen ist. Keiner hat Most Wanted damals auf dem Schirm gehabt. Bin ein bisschen überfordert. Ja, cool. Cool. Das Gute ist, der CLK ist ausgeschaltet worden damit. Was? Jetzt haben wir maximale Stille. Meine Fresse, ist das einfach nur noch ruhig. Das ist so unangenehm. Das ist einfach, wenn du dich atmen hörst. Alter! Nee, oh, es war fake. Oh, es war fake. Oh, ey, ich muss bei diesen Effekten länger warten. Ich war schon wieder kurz davor, auf Restart zu drücken. Also ich war schon kurz davor, das Menü selber zu öffnen. Ja, okay, einmal abgeschlossen. Mir ist scheißegal, was da passiert. Ich habe den Fark 500 oben gesehen. Oh, ja, das Spiel hat ihn auch gesehen. Ach, fuck it. Das ist fein, das irritiert einfach nur maximal als fuck, aber es geht schon. Oh, dieses Jellycast, bitte geh weg, es nervt, Digga. Oh, das haben wir heute aber echt oft, ne? Wir hatten teilweise Streams, wo dieser Mirrorpod gar nicht dabei war. Und heute einfach ja, wirklich jedes Rennen. Davon gibt's kein Fake-Ding, ne? Was? Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hä? Warum bin ich in Rockport, Digga? Fake. Ja, oh Gott sei Dank. Wäre mir jetzt egal gewesen, wir waren gerade am Rennstart, aber es würde mich trotzdem abfuck, das Rennen schon wieder neu starten zu müssen. Oh, da ist er wieder. Aber mit. Mit sogar sehr guten Nitro. Heilige Scheiße, das ist der große Nitro-Rennen. Der ist sogar optisch mal okay. Der geht sogar mal ganz gut fit, der Kollege. Ist nur jetzt wieder eine der Versionen von Das Handling ist vollkommen für die Tonne. Also, wir hatten ja gerade mal einen, der war ja ganz gut für die Kurve. Der untersteuert hier einfach nur aus der Hölle. Fährt sich aber wie die fucking Titanic persönlich. Nachdem sie untergegangen ist. So ungefähr. So scheiße. Ich bin normal schon Pessimist und heute war ich ein bisschen optimistisch, aber der Optimist hat heute einfach nur noch die Fresse poliert bekommen. Mir wurde aber gesagt, du sollst dich verpissen oder in irgendeine Brücke springen. Genau, ich bin realistisch, pessimistisch, optimist. Los, ich bin Karolan. Psych, fake. Fuck. Boah, ich bin so aus dem Leben geschallert. Junge, zieh ja. Bye bye, have a great time, Big Lou. Kommt er wieder runter oder bleibt er jetzt oben? Ne, er ist resettet worden, okay. Ja, serienmäßig CLK ist der beste CLK. Du, Lightcast, ist angenehm. Uiuiui, einfach Formelfahrzeuge jetzt. Also, wir können alle Kurven fahren. Und sind zu irgendeinem scheiß LKW auf dem fucking Highway teleportiert worden. Mann! Egal, wir haben Vorsprung ohne Ende vor Big Lou. Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Ich glaube, der X-Effekt hat ihn ein bisschen aus dem Leben geräumt. Danke. Er ist ein X-Stickt. Er hat so eine ganze X-Flasche in den Mund geworfen. Sieh ja. Dass ich für ein Blackes Gegner einen ganzen Stream brauche, spricht nicht für den Progress, den wir mit dem Mod erreichen. Oh, das ist praktisch. Das ist wie Cruise Control, nur mit Vollgas Cruise Control. Also, wir werden immer schneller. Praktisch. Das war jetzt nicht so smart, scheiße. Oh nee, bitte. Das war richtig dumm. Fahr! Warum fahre ich denn da auch rein? Okay, wir haben über einen Kilometer. Was macht Big Lou da hin eigentlich, dass ich über einen Kilometer Vorsprung habe? Oh Gott, ich habe Angst. Bitte, lass mich ins Ziel kommen. Es ist nicht mehr weit. Ich hab's geschafft. Fuck you. Wir sind, glaube ich, in den Void geflogen. Kann das sein? Nee, Bouncy Castle? Oder was ist das hier? Ich hab keine Ahnung, was hier passiert gerade. Oh, wenn ich Pech habe, kann ich das Rennen nicht mehr. Das Rennen ist jetzt broken.
Nein. You've officially been pimped. Oh, Exhibit, ich brauche jetzt keinen Lackunterschied, Digga. Das hilft mir nicht weiter, wenn ich hier hinten stehe. Oh, ist jetzt broken, ne? Fuck it. Nein. Die Dumme Big Blue habe ich heute noch gar nicht gesehen. Ehrlich sehe ich das mal. Ich meine, das kriegt auch viel zu wenig Aufmerksamkeit mit seinen dummen Lakaien, die da die ganze Zeit mit auf der Straße daran stehen, die sich fühlen, als wären sie Barbara persönlich. Night Raider. Oh. Oh. Slot Machine. Du geiles Ding, du. Ich meine, es macht mich langsam fertig, das Spiel. Man merkt es vielleicht. Night Raider, willkommen 2 Monate. Danke für den Resub. Vielen Dank. Und danke an die Slot Machine für einen dezent getunten Carrera GT. Also optisch getunt, brauchen wir nicht überreden. Optisch ist es maximal schlimm, was hier passiert ist, aber er geht voran. Damit bin ich fein. Aaron, auch Dankeschön für dein Gift-Sub. Vielen Dank fürs Gift-Sub. Grüße gehen aus an den Chat, die mir diesen Moment mit diesem geilen Carrera GT auch nur 2 Kurven gegönnt haben. Okay. Ich bin noch nie so oft so ein Blackness-Auto gefahren wie Big Loser. Meine Fresse. Ich fahre gefühlt jedes Rennen diesen Mitsubishi Eclipse jetzt hier. Ja, ich finde, Big Blue hat auch einen CLK-500 verdient, habt ihr recht. Aber schon geil, wie viele Autos wir in diesem einen Rennen bisher gefahren sind. CLK-500, Carrera GT, wir hatten Mustangs, mehrere Ausbaustufen, um genau zu sein. CLK-500, Dutzende mittlerweile. Auch hier wieder so ein halbes Batmobil mit dem Spoiler. Taxis sind wir viel gefahren, ja, einiges. Ach, scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo die Kurve ist. Enter the Matrix ist halt wirklich für den Arsch. Ist hier die Kurve? Ja, ich glaube, die Kurve, hier geht's hoch, ne? Ja. Ja, bitte. Matrix und Upside Down. Ich sehe gar nicht, jetzt weiß ich einfach gar nicht mehr, wo ich bin. Also wir sind irgendwo oben beim Gefängnis, aber... Ja, jetzt geht's wieder, danke. Oh nein, oh nein, oh nein, oh ja, ja, ja. Ich sehe nur Mittag... Wow, ich sehe nur, wie die Autos hinter sich mir aufbäumen. Der Tornado kommt. Nein, geht weg. Nein, nicht weg, 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 weg. Lass mich in Ruhe. Oh, Kurve. Komm, Gas, 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 Gas. Ui, ui, ui. Anschieben ist okay, mehr bitte nicht. Oh, oh Gott. Oh, oh. Ja, okay, das war's. Ja, das habe ich nicht lange überlebt. Vielleicht komme ich ins Ziel durch den LKW. Ja. Vielleicht hauen die mich ins Ziel rein. Das könnte wirklich passieren. Oh, ja, ist passiert. Ich bin durch den Super Seducer durchs Ziel geprügelt worden. Geil. Oh Gott, ich werde jetzt von Big Lua schlagen. Oh, doch nicht. Hä? Oh, doch, werde ich. Ja, kurzzeitig immer mal wieder. Ja, nochmal. Und das spiel ich mit ab, ne? Warum ist das Taxi jetzt in Fluoreszentfarben? Was zum Fick? Warum ist das umlackiert worden? Aus welchem Grund? Nein, ist aber so, wenn wir es jetzt nicht schaffen. Wie gesagt, wir haben noch andere Chaos-Mods. Undercover. Underground gibt es, glaube ich, auch einen. Das ist fake, ich schwöre bei Gott, Leute. Nein, ist es nicht. Ja, ist es nicht. Cool. Oh Gott. Ja, wortwörtlich. Ja, vielen Dank, Gott. Ah, Mega und Giga Warbands sind unterschiedlich. Ah, es gibt 2 Warbands. Okay, das habe ich gar nicht im Kopf gehabt. Okay, danke. Ich habe immer noch auf Warband geachtet. Oioioi, Kamaru Switch und noch God's Plan. Ja, das ist eine Kombination, die liebe ich. Plus, der nette Big Earl darf jetzt abhauen. Finde ich auch super. Alter Gott, bitte. Erschreckender. Ja, moin, wieder nochmal gegen den Baum. Ich habe den auch eindeutig echt nicht oft genug geküsst. So, Runde 1 haben wir. Ey, wie Thanos jedes Mal nicht Big Blue wegsnappt. Ey, der snappt irgendwelche Gegenverkehrautos weg, die überhaupt keine Relevanz für dieses Rennen haben. Aber Big Blue darf jedes Mal überleben. Was soll denn das? Thanos, wir müssen mal drüber talken, Alter. Das funktioniert so nicht. Und es ist wieder sehr still. Wir haben einen matt-orangen CLK mit Bodykit. Mit Spoiler, doch, das geht schon fit. Felgen, das sehe ich jetzt gerade halt nicht. Matt-orange ist für mich halt keine Farbe, sondern Zustand, aber naja. You've officially been pimped. Let's go. Das ist zumindest nicht mehr mal matt-orange, sondern grün. Aber das Bodykit hätte. Jetzt habe ich aber. Ich habe immer noch orange Felgen dafür. Moin. Oh, Alter. Wer macht 90.000? Was kaufen wir uns denn jetzt mal? Kaufen wir jetzt mal eine 4, komm. Kaufen wir jetzt mal eine 4. Sehe ich mich. Einfach mal eine 4 kaufen. Und da haben wir noch ein bisschen mehr Geld. Heißt, ich kann mir noch weitere A4s kaufen.
Genau. Umso mehr Autos ich habe, desto mehr CLK 500 kann ich haben. Das ist einfach ganz normale Mathematik. Das ist einfach ganz normal. So funktioniert das halt. Okay, das war mein Geld. Vergesst es. Ihr könnt jetzt kein weiteres Auto mehr kaufen. Ihr habt mich gerade wieder pleite gemacht. Schon mal wieder Ruhe. Fast Fuse Nitro. Sehr gut. Wir haben ein Auto ohne Nitro. Da ist Fast Fuse Nitro immer gerne gesehen. Da kann man sich dann ein bisschen mehr Speed mitholen. Sehr schön. So. Was? Ich habe keine Ahnung, was das gerade war, aber das Spiel war überfordert mit dem Move, dass ihr die Autos switcht, Alter. Der hat 4 Wochen gerade erstmal irgendwo in die Gegend geslammt, dank ohne Grund. Gut, wieder mal Big Blue's Eclipse. Mittlerweile würde ich das auch eher mehr als mein Auto sehen. Ich fahre den Wagen mehr als Big Blue den Wagen fährt, sind wir ehrlich. Der könnte mir den Wagen aber jetzt schon geben. Warum wir Fahrzeugpapiere fahren, wenn ich den Wagen eigentlich eh schon 3/4 der Zeit fahre mittlerweile. Ja, alles gut. Der Eclipse bleibt komischerweise sehr bodenständig im Gegensatz zu allem anderen. Alles andere fliegt hier durch die Gegend. Der Eclipse, guck hier. Also den schüttelt es ein bisschen, aber ich glaube, die Aero und das Bodykit hilft dir gerade sehr viel, dass der Wagen auf dem Boden bleibt. Guck's mal an. Oh, jo. Ja, Delivery Boy. Okay. Wieder Pizzataxi, man kennt ihn. Aber wir können somit zumindest das erste Rennen mal wieder gewinnen. Sehr schön. So, Rennen Nummer 1. Reden wir nicht drüber. Wir haben es mal wieder abgehakt. Lassen wir das. Boah, the second you touch anything. Ja, kannst du fast vergessen. Kannst dir fast für 30 Sekunden in die Haare schmieren, Alter. Wie soll ich denn hier nichts berühren? Na, es klappt wohl. Ich glaube, wir schaffen es. Nice. Was zum Fick ist mit dem Taxi passiert, Alter? Heilige Mutter. Jo, das kam unerwartet. Alter, kam der mir ins Gesicht geflogen. Moin, Big Blue. Big Blue ist auch wieder am Start. Big Blue ist auch... Ja, wunderbar. Big Blue ist auch wieder mit dabei. Das freut mich doch. Nichts freut mich mehr, als Big Blue jetzt mehr am Start zu haben. Ja, ja. Wo ist er denn? Oh, Big Blue hat uns leicht verfehlt. Ja, wir fahren einmal die komplette ganze Strecke rückwärts gleich, wenn wir so weitermachen. Alter, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Gott's Plan. Oh, ist nicht invertiert. Nee, Lenkung ist nicht invertiert. Was laber ich denn? Ist ja richtig sogar. Yo. Was zum... Ja, geil. Ich warte mal, ob Gott's Plan mich hoffentlich jetzt nochmal rettet, Alter. Bitte. Das könnte nochmal... Das könnte mich nochmal retten. Jo, sieht gut aus. Oh, scheiße. Aua. Okay, hier vorne ist auf jeden Fall gleich Ziel. Heißt, wir kommen in Runde 2 rein. Oh, die Effekte sind gerade ganz angenehm. Die hauen mir nicht so hart ins Spiel rein. Oh, das Super Seducer. Da ist halt nur die Gefahr, dass du auf der Seite liegen bleibst oder sowas, nachdem der Effekt rum ist. Das Video, diesen Pop It Bang It, dies, das, da ist dasselbe Ding. Oh, Bouncy Castle gehört auch dazu. Das sind auch solche Sachen, die wir ganz schnell das Genick brechen können, wenn du Pech hast. Das Geile ist, Big Blue juckt dieses Bouncy Castle nicht so sehr. Der fährt meist immer ganz normal weiter, als wäre nichts. Und ich liege auf der Seite. Es war so klar. Och, nö, Alter. Komm, kipp um irgendwie. Mach was. Gut, dann fahren wir mit dem Minivan-Handling. Was wir machen? Ich hab's gesagt, die kleinen Effekte, wenn du am Ende liegen bleibst, ist ein bisschen das Problem, ey. Scheißdreck. Okay, der fährt sich richtig schön toll. Oh, Crazy Taxi. Wunderbar. Damit ist das wieder resettet. Dankeschön. Und es ist das Spiel wieder aus. Okay, Big Lou und ich, wir werden uns heute haben. Er hat mich geschafft. Was soll es? Dann würde ich sagen, ist damit das Chaos Mod Projekt soweit beendet. Wie gesagt, wir haben noch andere Chaos Mod Projekte, also keine Sorge, ihr werdet nochmal für Chaos stiften können. Aber der Run, machen wir einen Cup, weil ich bin sonst irgendwann bräsig im Schild. Ich sag wirklich. Clap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.